Guten Abend, liebe Gemeinde. Wir haben heute den 30. Dezember 2020 und im Blick auf den Jahreswechsel möchte ich gerne noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Es ist ja so, dass der christliche Glauben, Kern des christlichen Glaubens ist ja die Nächstenliebe. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wer ist denn da überhaupt gemeint mit? Wer ist denn überhaupt unser Nächster? Also Jesus geht ja sogar so weit, dass er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Also sind da in erster Linie mal die Leute mit gemeint, die uns nicht sonderlich gern haben? Ja, ganz bestimmt sogar. Aber vielleicht ist der Nächste auch manchmal noch ein bisschen näher. Vielleicht ein Arbeitskollege oder die Nachbarin oder die Verkäuferin im Rewe drüben. Ja, ganz bestimmt sind auch die damit gemeint. Aber vielleicht ist unser Nächster auch manchmal noch ein bisschen näher. Unsere Kinder vielleicht. Oder unsere Schwester oder die Eltern, die in die Jahre gekommen sind. Und wir fahren einmal in der Woche hin und das Prozedere ist immer das gleiche. Ganz wenig Zeit. Ich komme gerade von der Arbeit und wir haben gleich noch Vorstandssitzung und vorher muss ich noch einkaufen und dann haben wir heute Abend auch noch Kegeln. Und ja, ich komme ja nächste Woche wieder. Und nächste Woche wiederholt sich das Prozedere dann wieder. Zu Weihnachten, zum Geburtstag gibt es dann meistens ein fettes Geschenk, um das Gewissen zu beruhigen. Dabei wäre etwas anderes doch viel wichtiger. An einem schönen Frühlingsnachmittag auf einem Kinderspielplatz. Der Vater sitzt auf der Bank und schaut ganz stolz seinem Jungen, dem Louis, beim Schaukeln zu. Auf der Bank daneben sitzt seine junge Mama, auch total stolz. Und sie schaut ihrer Tochter, der Sophie, beim Rutschen zu. Da sitzen die beiden so und schauen ihren Kindern zu. Und nach einer Zeit, gewissen Zeit, schaut der Vater auf die Uhr und ruft seinem Jungen zu, Louis, komm, wir müssen los. Daraufhin der Junge antwortet dem Vater, oh Papa, bitte noch 5 Minuten, nur 5 Minuten noch. Ja, gut, der Vater lehnt sich wieder in die Bank zurück und schaut seinem Jungen weiter beim Schaukeln zu. Nach ein paar Minuten wiederholt sich das Ganze. Der Vater schaut auf die Uhr, steht auf und ruft seinem Jungen zu, Louis, komm, wir müssen los. Und wieder antwortet der Junge, Papa, noch 5 Minuten, Papa, bitte, 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 nur noch 5 Minuten, 5 Minuten noch. Ja, gut, sagt der Vater. Und gerade als er sich widersetzen will, da spricht die junge Frau ihn an und sagt, Sie sind aber ein großzügiger Vater, jetzt haben Sie Ihrem Jungen nochmal 5 Minuten geschenkt. Daraufhin der Vater, der Mann, oh, so großzügig bin ich gar nicht. Wissen Sie, in Wirklichkeit hat er mir gerade die 5 Minuten geschenkt. Sie müssen wissen, es ist jetzt 759 Tage her. Da hat unser ältester Sohn, der Samuel, hier auf dem Spielplatz gespielt. Und um nach Hause zu kommen, musste er diese Straße dort überqueren. Die Sonne stand tief. Der LKW-Fahrer hat ihn zu spät gesehen. Der Junge war sofort tot. Wissen Sie, ich hab immer viel gearbeitet. Danach Vorstandssitzung, Feuerwehr, Fußball und so weiter und so weiter. Ich habe für alle möglichen Dinge Zeit gehabt. Für den Jungen habe ich mir zu wenig Zeit genommen. Und ich würde alles dafür geben. Noch einmal 5 Minuten. Nur 5 Minuten mit dem Jungen verbringen zu können. Dieser Fehler wird mir bei Louis nicht passieren. Ihr Lieben, diese traurige Geschichte, die kann sich jeden Tag
in der Form oder in einer anderen Form wiederholen. Und niemand von uns vermag zu sagen, was das kommende Jahr bringt. Der kommende Monat, der kommende Tag oder die kommende Nacht. Denkt bitte daran, die wichtigsten Dinge im Leben, die kann man für Geld nicht kaufen. Und nehmt euch Zeit für euren Nächsten, bevor die Zeit euch euren Nächsten nimmt. Und ich glaube, darin steckt ganz, ganz viel von dem, was Jesus meinte, wenn er von Nächstenliebe sprach. Denkt bitte mal darüber nach. Möge im kommenden Jahr und darüber hinaus die schützende Hand Gottes nicht von eurer Seite weichen.